Also bei dieser Aufgabe soll die Kugel hier losgeschossen werden und soll den Looping schaffen. Die Frage ist, mit welcher Geschwindigkeit wird sie losgeschossen, dass den Looping schafft. Radius, Masse sind gegeben, los geht's. Ich schaue mir die Geschwindigkeit am höchsten Punkt an, nenne sie die Geschwindigkeit V2, die rechne ich zuerst aus. V2 ist gleich oder Doppelpunkt. Ich mache die Aufgabe erstmal so schrittweise und dann elegant. Elegant am Schluss, schrittweise ist leichter zu verstehen. Bei V2 gilt ja so am höchsten Punkt nach unten die Gewichtskraft, nach oben die Zentrifugalkraft. Also die Zentrifugalkraft muss größer als die Gewichtskraft sein. mv² durch r. Machen wir mal ist gleich m mal g. Da kürzt sich die Masse. So, und v ist dann die Wurzel aus R mal G, das ist V2 und V2 ist dann ungefähr 1,57 Meter pro Sekunde. Okay, und jetzt kann ich in diesem höchsten Punkt die Energie ausrechnen, also die kinetische Energie. Ekin, welche Energie braucht die Kugel, wenn sie da oben ist? Ja, die hat eine kinetische Energie, also 1/2 mv². Ja, Masse ist 150 Gramm und das machen wir in Kilogramm. Und da kommt raus 0,185 Joule. 0,185 Joule. Die Kugel hat auch eine Höhenenergie, weil die ist ja jetzt hoch. Ja, die Formel lautet m mal g mal h. Einsetzen, 9,81 und die Höhe ist, ja, die Höhe ist zweimal der Radius, ist 0,5 Meter. Und da bekomme ich 0,736 Joule. 0,736 Joule. Und dann die Summe. Ja, die Summe sind 0,92 irgendwas, ich glaube 0,928 Joule. Ja. Und diese Energie, diese Summe muss die Kugel da haben. Das heißt, der Ansatz ist jetzt zum Start nicht mehr V1, sondern V2. 1/2 mv² ist 0,928 Joule. Dividiert durch die Masse mal 2, Wurzel draus und dann komme ich auf V1 ist 3,5 Meter pro Sekunde. Und jetzt elegant. Elegant heißt, hier habe ich also ein Ekin mit V1. Hier habe ich ein Ekin mit V2 und ein IH. So, schließen. Geht schon noch. Und das einfach jetzt mal alles an. Also, die zwei addiert müssen das geben. Also, 1/2 mv² ist 1/2 mv² plus m mal g mal h. Das Elegante ist schon mal hier. Da kürzt sich die Masse raus. So, dividiert durch m. Masse kürzt sich. Und ich suche ja nach V1, also V1² ist 2 mal, was haben wir hier? 1/2 V2² plus GH und dann die Wurzel draus, also V1. So, 2 mal 1/2 V2² plus G mal H. Ist schon mal nicht schlecht. Es geht sogar noch eleganter. Ich hatte ja oben, wenn man nachschaut, V2, das war ja Wurzel aus R mal G und V2² ist dann R mal G und diesen Batzen kann ich da einsetzen. Und dann habe ich V1 ist Wurzel aus, das multipliziere ich daran. Zweimal das, zweimal das. Also, mache ich es in zwei Schritten. V2² plus 2 mal GH. Und jetzt kommt hier das Gelbe. Ja, V2 ist das Gelbe. Also V1 ist Wurzel aus. R mal G. R mal G plus 2 GH. H ist ja zweimal der Radius. Das kann ich jetzt auch noch reinbauen. Ja? Also zweimal Radius hier an die Stelle reinbauen. Es wird immer eleganter. V1 ist Wurzel aus. R, G plus 2 mal G mal 2R. Das ist hier. Wurzel aus. R mal G plus 4 mal R mal G. So, 1RG, 4RG sind 5RG. Also die Geschwindigkeit ist Wurzel aus 5 mal der Radius mal der Ortsfaktor.
wunderschön elegant, aber man kann diese Aufgabe eben auch schrittweise machen. Also indem man hier die kinetische Energie hier oben ausrechnet, die Höhenenergie hier oben ausrechnet, die zusammenzählt. Und ich brauche am Anfang eine bestimmte kinetische Energie, damit ich das hier schaffe.